Ich bin Peter Pfeiffer, Schulsozialarbeiter hier an der Deutschen Schule Pretoria in Südafrika. In unserem Filmbeitrag möchten wir Ihnen aufzeigen, welche Schritte wir bereits in Richtung Inklusion gegangen sind. Am Beispiel von Mea und Freya, zwei Schülerinnen aus unserer Vorschule, und Julian, er besucht zurzeit die Klasse 5, zeigen wir Ihnen auf, wie wir in Richtung inklusive Schule voranschreiten. Unser Sohn Julian wurde im Jahre 2002 geboren in eine deutschsprachige Familie hinein, hier in Südafrika. Unsere Tochter Freya wird im Dezember 6 Jahre alt. Und seit ihrem zweiten Geburtstag wissen wir, dass sie eine mittelgradige Innenohrschwerhörigkeit hat. Das bedeutet für sie, dass sie laute Geräusche in ihrer Umgebung ohne Hörgeräte wahrnimmt, aber dass sie zum Beispiel zum Spracherwerb einen zu großen Hörverlust hat und deshalb Hörgeräte tragen muss. Unsere Tochter Maya ist mit 16 Monaten mit schwerwiegendem Gehörschaden diagnostiziert worden und sie hat mit 2 Jahren dann ihr Cochlea-Implantat gekriegt, also oder ihr CI. So begaben wir uns auf die Suche nach einer Schule und kamen an die Deutsche Schule in Pretoria. Die Deutsche Schule ist eine Schule mit einer sehr langen Tradition. Sie wurde vor über 115 Jahren gegründet. Es handelt sich bei der Deutschen Schule Pretoria um eine Begegnungsschule mit ca. 850 Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis zur Klassenstufe 12. Mit Inklusion beschäftigen wir uns seit einigen Jahren relativ intensiv. Wir haben auch zurzeit mehrere Kinder bei uns an der Schule, die einen sonderpädagogischen Bedarf notwendig haben. Damals mit 18 Monaten ist sie in den deutschen Kindergarten gegangen, hier an der Schule, und wurde auch total schnell integriert mit den Schülern und ihren Lehrern auch. Und das Kindergartenteam fragt jetzt noch nach Maya, wie es ihr geht, wie sie sich weiterentwickelt hat. Und sie hat unheimlich gute Freunde, die den ganzen Weg jetzt mit ihr bisher gelaufen sind, hat sie dort gemacht. Besonders wichtig ist immer das Dreieck, Kindergartenerzieher in der einen Ecke, Elternkind an der anderen und Therapeuten an der Spitze. Diese drei Parteien müssen immer zusammenarbeiten. Wenn sie das erfolgreich tun, steht der Inklusion nichts im Wege und vor allem ist die weitere Bildung des Kindes in der Grundschule gesichert. Am Ende letzten Jahres mussten wir uns dann natürlich entscheiden, wie geht es weiter? Kann sie auf die deutsche Schule weitergehen? Und wir haben dann ihren Fall zusammen mit ihrer Therapeutin bei der Grundschulkonferenz vorgestellt und zum Glück wurde Maya aufgenommen. Maya und Freya gehen beide in Frau Krügers Klasse. Freya kommt hier in der Vorschule sehr gut zurecht. Sie trägt ihre FM-Anlage und die Lehrer achten sehr gut darauf, dass die Anlage, wenn die Lehrperson wechselt, von Lehrperson zu Lehrperson übergeben werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass nach dem Sportunterricht der Sportlehrer extra zur Klasse zurückkommen muss, um den Sender entweder an den Nachfolgelehrer oder, wenn es zum Schulschluss ist, an die Eltern zu übergeben, damit nichts verloren gehen kann. Ich muss ein FM um meinen Hals tragen, meine besondere Kette, wie die Kinder es nennen. Unsere Erwartungen an die Schule sind, dass Freya hier einen Platz vorfindet, an dem sie sich gut entwickeln kann, an dem sie sich wohlfühlt, wo sie gerne hingeht, wo sie sich respektiert fühlt, wo sie lernt, in der Gemeinschaft zurechtzukommen und wo es ihr einfach Freude macht, zu lernen und auf das Leben vorbereitet zu werden. Es war mir unwahrscheinlich wichtig am Anfang, dass sie in die Gruppe integriert werden. Ich habe dann mir von dem Cochlea-Institut ein Buch geholt mit Ausmalseiten. Das haben wir dann als Klassenprojekt gemacht, wie Kinder, die schwerhörig sind oder hörgeschädigt sind, wie sie anders sind und wie man besser mit ihnen umgeht. Das haben wir dann als Klasse gemacht. Es hat den Kindern sehr viel Spaß bereitet. Und
So war es für die Kinder dann eigentlich abgehandelt und haben die Klassenkameraden haben sie dann akzeptiert wie jeden anderen. Im Schulalltag wird die Vorschulklasse durch eine Assistentin unterstützt. Mea und Freya gehen gerne zur Schule. Sie machen alles mit, sind ausgeglichen und sehr fröhlich. Ich hab so viel Fingerkatsch. Ich liebe Fehler finden und am meisten finde ich schön, Hausaufgaben zu machen. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist mir sehr wichtig und auch den Therapeuten. Und deswegen plane ich meine Arbeit im Voraus und schicke somit den Therapeuten und den Eltern die wöchentlichen Themen und die Matheaufgaben wie auch die Deutschübungen, die wir in der Klasse machen, sodass die Therapeuten und Eltern auch mit Maya und Freya arbeiten können. Seitdem hat sie sich unheimlich gut gemacht in der Vorschule. Ihre Lehrerin Frau Krüger ist wirklich unglaublich und hat die Tipps und so, die wir der Frau Krüger mitgegeben haben am Anfang letzten Jahres zusammen mit Mayas anderen Therapeuten in der Klasse wirklich gut übertragen. Maya ist total integriert und viele von den Tipps, die Frau Krüger in der Klasse jetzt handhabt, haben den anderen Kindern auch geholfen. Wir freuen uns sehr, dass Maya weitergehen kann in die erste Klasse und dass sie vor allem weiter mit ihren Mitschülern gehen kann. Was für uns wirklich toll war von der DSP, ist, dass sie sich so für Mayas Fall engagiert hat und uns als Eltern und auch Maya unterstützen. Hallo Weiber. Ja, hallo Julian. Hallo. Gut. Wie geht's dir denn heute? Zum ersten Mal musste sich unsere Schule mit einem Kind mit Down-Syndrom beschäftigen. Hier sind wir von Anfang an auf eine sehr große Offenheit und Freundlichkeit seitens der Schulleitung und seitens der Lehrer gestoßen. Und gemeinsam haben wir dann überlegt, wie wir dieses Projekt angehen können. Und ich denke, dass es bis heute durch eine große Kooperationsbereitschaft von allen Seiten, durch Flexibilität und durch gegenseitiges Verständnis gekennzeichnet ist. Dazu muss man vielleicht ergänzen, dass dieser Versuch Julian auch für die Schule etwas ganz Neues war. Wir sind auf offene Türen gestoßen, obwohl vorher weder von uns noch von Schulseite irgendwelche Erfahrungswerte vorlagen. Und so hat die Schule sich entschieden, einen Informationsabend für die Eltern von Julians zukünftiger Klasse zu veranstalten. Ein Abend, der uns sehr viel Nerven gekostet hat, vor dem wir sehr aufgeregt waren. My name is Hlamin Ngwenya. The mother of Juliana Hagman. When Julian joined the school, there was a very strong consultation with parents. They called all the parents of the class where he was going to be. They explained that he's going to attend school here. And all the parents that were there during that meeting gave it thumbs up to say, yes, we want to give it a try and we'll see how it works. Nach dieser Veranstaltung kam einer der Väter von Julians zukünftigen Klassenkameraden auf mich zu, schüttelte mir die Hand und sagte nur ein Wort: Willkommen. Ja, dieses Willkommen hat dann auch die nächste Zeit geprägt. Nicht nur von Seiten der Schule und Seiten der Mitschüler. Auch die Eltern haben ihre Kinder unterstützt, indem sie vieles erklärt haben, was ungewöhnlich war im Klassenzimmer. Die Lehrer mussten ihren Horizont erweitern. Einige Lehrer fiel es leichter als anderen, sich auf die neue Situation im Klassenzimmer einzustellen, den Unterricht anzupassen. Und so war es ein gemeinsamer Weg, bei dem alle, glaube ich, viel gelernt haben. Und trotz Fehler, die gemacht wurden, wir im Nachhinein sagen können oder bis jetzt hin sagen können, dass wir sehr dankbar dafür sind, dass wir das so gewagt haben. Ich bin Daniela Streier. Ich bin die Klassenlehrerin von Julian Wolf. Das ist die Klasse 5b. Ich bin seit Januar seine Klassenlehrerin und das ist meine erste Klasse mit einem Inklusionskind. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, als ich gehört habe, dass ich Julian unterrichten soll. Aber weil ich wusste, dass er eine Lernbegleiterin haben wird, habe ich mich bereit erklärt, um diese Klasse dann anzunehmen. Wie gesagt, keine Erfahrung mit Inklusionskindern. Das fällt mir manchmal schwer. Wir haben nicht unbedingt die Arbeitsmaterialien, die wir brauchen.
um ihm zu helfen. Aber eine neue Lehrerin, Alex Grüner, hat jetzt bei der Schule angefangen. Und hoffentlich wird sie sich das dann bessern. Sie ist eine Inklusionslehrerin und hat sich bereit erklärt, uns dabei zu helfen. Alexandra, du bist seit kurzem bei uns hier an der Schule, bist ausgebildete Förderlehrerin. Was sind deine nächsten Schritte bei uns hier an der Schule in Bezug auf Inklusion? Also die ersten Schritte werden jetzt sein, dass ich das bereits bestehende Förderkonzept oder das bestehende Konzept zur Inklusion modifiziere und überarbeite. Dann ist ein großer nächster Schritt die Unterrichtshospitation in den Klassen, wo bereits Schüler mit Förderbedarf unterrichtet werden. Ja, des Weiteren sollen halt Kollegen, Eltern beraten und begleitet werden, um den Weg, der bereits Richtung Inklusion begonnen wurde, um den weiterzugehen und die Kinder natürlich so gut wie möglich fördern zu können, sodass sie innerhalb ihrer Klassen bleiben und unterrichtet werden können. Also in meinem Englischunterricht ist Julian öfter dabei, wenn es Projekte gibt, wo er mitmachen kann. Aber oft arbeitet er auch zusammen mit seiner Lernbegleiterin im Gruppenraum zusammen, weil es da ruhiger ist und weil er da nicht so leicht abgelenkt wird. Also ich bin die Kathi, ich bin die Lernbegleiterin von Julian. Ich werde ein Jahr lang hier sein an der deutschen Schule mit ihm und ich begleite ihn sozusagen durch den Schulalltag. Wir machen zu zweit machen wir Mathe, Deutsch und Englisch, wo wir von seinen Fachlehrern jeweils die Aufgaben bekommen, die wir dann miteinander bearbeiten. Und in den Nebenfächern sitzen wir mit der Klasse, mit im Unterricht und bearbeiten dort auch entweder die gleichen Aufgaben wie die Klasse oder thematisch gleiche Aufgaben, dass es aber auf sein Niveau angepasst wird. Jedes Quartal findet eine Versammlung statt, in der wir uns mit den Lehrern von Julian treffen und den Eltern und seinen Therapeuten. Und dann werden halt verschiedene Ziele besprochen und wie wir so mit Julian weiterarbeiten wollen. Es war nicht ganz leicht, den individuellen Leistungsstand von Julian festzulegen. Dabei haben uns dann, wie gesagt, die runden Tische geholfen. Und um seinem individuellen Leistungsstand gerecht zu werden, haben wir uns darauf geeinigt, ihm nicht ein normales Notenzeugnis zu geben, sondern durchgehend durch die Grundschule ein Verbalzeugnis, in dem sich einfach immer sein individueller Leistungsstand widerspiegeln konnte. Für Julian wurden ab Klasse 3 in Absprache mit den Therapeuten Förderpläne ausgearbeitet, um seinem individuellen Leistungsvermögen gerecht zu werden. Julian lernt sehr viele soziale Fähigkeiten, die er an einer Sonderschule mit anderen Behinderten zusammen so, glaube ich, nicht lernen würde. Und auch wenn er akademisch nicht mithält und natürlich auf einem anderen Niveau ist wie seine Mitschüler, lernt er so viel, dass wir diesen Weg der Inklusion an einer normalen Regelschule jedem anderen auch ans Herz legen würden und jederzeit wieder machen würden. So, Leute, heute wird Kontrolle machen. Alle aufstehen. Wir machen. Kannst du mitmachen? Komm, Martin. Komm, alle vorne. 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 Komm, ja, komm. Hier, ja. I drop my daughter every day in the morning. Julian is there. And you don't even notice that he's a different child. Julian ist Julian. Und er ist einfach schon so integriert in der Klasse, in der er jetzt ist. Und man kann eigentlich schon gar nicht sein Leben mehr vorstellen ohne Julian. Meine Tochter geht schon seit dem Kindergarten mit Julian in die gleiche Klasse. Sie wurden auch dann natürlich zusammen eingeschult. Und ich habe gemerkt, dass über die Zeit hat sich die Klassengemeinschaft unglaublich verstärkt.
Julian wurde am Anfang sehr verspottet über seine Behinderung, aber die Klassenkameraden sind für ihn aufgestanden und sie haben die anderen zurechtgewiesen und sie haben ihn einfach verteidigt, weil sie ihn auch sehr gern haben. Was großartig ist von Julian, ist, dass er mit so viel Begeisterung alle Konzerte und alle Sportveranstaltungen mitmacht. If I were to talk about my daughter Juliana, she likes Julian so much, and sometimes they are given projects where they have to work in pairs. She has done a number of projects with him and she really enjoys working with him. Ich finde das auch so toll für unsere Klasse, weil wir haben Julian und nicht so viele Kinder oder fast keine Kinder in unserer Schule haben jemand wie Julian. Und wir lernen auch, wie mit ihm umzugehen und wie vorsichtig zu sein, weil andere Klassen wissen das nicht, weil sie halt nicht so jemand wie Julian bei ihr haben. Wöchentlich findet in Julians Klasse der Klassenrat statt. Hier werden die Anliegen der Kinder besprochen und durch Aktivitäten das Klassenklima gestärkt. Also damals hat er mir einmal meinen Stift weggenommen, da war ich böse, hat er ihn versteckt. Auf ein paar Sachen wären wir böse, aber er meint es nicht so, dass er will nur Spaß haben und das ist das Tolle. Er hat immer Spaß an allen Sachen, die er tut. Und er gibt diese Energie an uns auch weiter, dass wir auch so toll Spaß mit ihm haben. Ich denke, Julian ist eine sehr schöne Person, weil ich war mit ihm seit Klasse 1 und es dauert ein kleines bisschen lang, um ihn zu verstehen, aber wenn man ihn versteht, sagt er sehr schöne Sachen zu dir. Er ist netter, fast netter als manche Leute aus unserer Klasse. Er ist richtig geil, er spielt auch immer mit uns Fußball und all die Spiele. Also ich habe ganz viel Spaß mit ihm. Julian, wie gefällt es dir denn bei uns an der Schule? Gut. Gefällt es dir gut? Ja. Hast du viele Freunde in deiner Klasse? Hey, ganz viele. When we have a child who has got, you know, some challenges and working in a mainstream education, this is what inclusive education should be like. Not separating the children, but really finding ways of integrating them and see how we balance, you know, the act. And I think this is what this class or this experience has managed to achieve. Unser Ziel ist es, gemäß unserem Leitbild, dass wir daran arbeiten, das Miteinander zwischen Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Bedarf und ohne sonderpädagogischen Bedarf verbessern, erleichtern. Dies beinhaltet natürlich Maßnahmen im pädagogischen, aber natürlich auch im Infrastrukturbereich. Im Infrastrukturbereich werden wir versuchen, in den nächsten Jahren die Barrieren, die für Kinder mit sonderpädagogischem Bereich immer noch vorhanden sind, abzubauen. Keiner weiß genau, wie es weitergehen soll, wie sich Maya in Zukunft entwickeln wird, welche Unterstützungsmaßnahmen sie braucht, welche Bedürfnisse sie haben wird. Aber die Schule hat sich bereit erklärt, trotz dieser Unsicherheit mit uns diesen Weg zu gehen und Maya eine Chance zu geben, um den normalen Schulwerdegang hier an der Schule weiterzumachen. Wenn man in die Zukunft guckt, dann wünschen wir uns für unsere Tochter, dass alle, die sich irgendwann später mal an sie erinnern, wenn sie die Vorschule oder die Grundschule oder insgesamt die Schule verlassen hat, nicht an Freier mit den Hörgeräten denken oder Freier das inklusive Kind, sondern dass sie einfach an Freier das Kind mit den blauen Augen und blonden Locken denken und dass alles andere einfach absolut nebensächlich ist. Alle Kinder haben Probleme. Alle Kinder haben Schwächen und Stärken und somit haben sie auch Schwächen und Stärken. Und damit muss man halt umgehen und man muss da ganz offen und ehrlich mit den Leuten zusammenarbeiten, dass man das Beste für diese Kinder macht in den Schulen heutzutage. Und ich bin dankbar und froh, dass ich auch bei so etwas mitmachen konnte und dadurch gelernt habe.
Inklusion wird uns dann gelingen, wenn wir in Beziehung zu unseren Kindern treten. Ganz entscheidend dabei ist unsere innere Haltung und die Bereitschaft, die Herausforderung gemeinsam anzunehmen. Ja, super. Das ist mein Unterkopf. Perfekt. Mea, Freya und Julian sind aus unserem Schulalltag nicht mehr wegzudenken.